So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin heute mit dem Orakel Ulm gegen Bayern München. Die erste Runde des DFB-Pokals. Und ja, also ich denke ja mal, dass die Bayern da gewinnen werden. Hoffe ich mal. Wenn nicht, man könnte ja mal für Ulm tippen. Und dann kriegst du ordentlich Cash. Ja, also mein Tipp wäre 3-0 für Bayern. Im Real Life, meine ich. Hier werden wir jetzt gleich mal sehen. Und dann starten wir mal. So. Ich habe, glaube ich, jetzt schon über einen Monat kein FIFA mehr gespielt. Die erste Halbzeit spiele ich mit Ulm. Ulm hier natürlich in der dritten Liga noch. Jetzt sind sie in der zweiten. Warum sind die alle so langsam? Die Atmosphäre hier im Stadion ist jetzt schon überragend. Ich bin sicher, das wird ein echter Leckerbissen heute. Das wird fantastisch. Nein, nicht dahin. Ach. Es wird ein Fußballfest. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. So gehen sie heute in dieses Spiel. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so ein. Ah, schade. So gehen's die Bayern also heute an. Ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Wollt ihr am Samstag auch ein Orakel? Und zu welchem Spiel? Harry Kane. Oh. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ah, nein. Wichtiges Tackling hier. Schade, schade, schade. Sané. Ich hätte vielleicht noch das Laudern-Spiel gemacht. Sané, könnte es überhaupt. Wenn euch das interessiert. Oh, ah, ah. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Komm, knall mir nach oben. Da ist jetzt Platz. Die Flanke jetzt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ach du Scheiße. So. Angriff. Eric Dyer am Ball. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den neuen Transfers haltet von Bayern. So, über die Luft habe ich ja schon mal gesprochen, dass ich das nicht gut finde, dass sie den gehen gelassen haben. Trotz Petition. Nein! Oh, nein. Einfach Verlass. Oh, oh. Was habe ich denn da gemacht? So, sie bekommen den Elfer. Das ist die Ups. Chance, in Führung zu gehen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Ändert nichts mehr jetzt. Vielleicht halte ich ihn ja. Oh, Harry Kane. Da ist er drin, der Elfer. Ach, verdammt. Und bleibt mittig stehen, das zahlt sich nicht aus. Der Schuss geht an die Seite. Ach, jetzt muss Ulmer hier noch einen draufsetzen hier. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ulm hat natürlich keinen Harry Kane. Ach, ich weiß gar nicht, wer bei Ulm spielt. Es geht in die Pause, da ist der Pfiff, der erste Durchgang ist also beendet. So, dann bis gleich in der zweiten Halbzeit. So, weiter geht's. Es geht weiter. Hier spielt sogar noch De Ligt, habe ich gesehen. Hat mir gar nicht aufgefallen eben. Coman. Klasse ausgetrickst. Oh. Er kann klären.
Frühes Pressing. Oh, Pressing. Und jetzt haben sie den Ball. Leimer spielt den Ball steil. Er bringt den Ball im Tor unter. Goretzka, der Verkaufskandidat im Real Life. Coman ja auch. Da ist die Szene noch angeblich, ich weiß nicht, es wäre ja, glaube ich, Paris an ihn interessiert. Oh. Was mache ich denn hier? Auf Außen ist Platz. Auf Außen. Guter Block, aber sie müssen. Boah, die Luft, Alter. Ja, hätte ich vermissen. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. So, und jetzt sind hier noch. Oh, da ist er durch. Die Riesenchance. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore. Ich dachte, es wäre abseits, aber doch nicht. 3-0. Der 62. Minute. Da ist das Tor nochmal und wir sehen es ja, setzt sich durch. So, weiter geht's. Eiskalt das Tor. Die Bayern erhöhen. Also das wäre jetzt schon mal mein Real-Life-Tipp. 3-0. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Oh. Wollte ich nicht. Ganz sicher von Coman. Oh. Musiala! Jamal Musiala. So, das nächste Tor. Yeah, 4-0. Vorsprung ist klar. 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Bin mal gespannt. Mit Olise da vorne. Olise, Musiala, Gnabry oder Sané. Palinha im defensiven Mittelfeld. Oh, was soll denn Kimmich spielen? Neben Palinha. Aber oh, was mit Pavlovic? Sané. Oh. Oh. Oder Leimer, ich weiß nicht, was dem mit dem dann ist. Wird auch nicht mehr viel Einsatzzeiten bekommen. Oh, was hab ich denn da gemacht? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, Schäche. Neuer Held, Ball noch im Spiel. So nicht. Machen Sie konsequent da hinten. Ey. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich führe 4-0. Ganz ohne Probleme. Machen die jetzt noch 4 Tore? Sané. Die Ulmer. Bestimmt. Konrad Leimer. Boah. Kane. Harry Kane. Steilpass kommt gut. Oh, fasst sich ein Herz und hat. Ach, Goretzka, Junge. Ich hätte da können mal wechseln, stimmt. Verdammt. Brauche ich auch nicht mehr so wechseln. Jetzt pfeift er eh gleich ab. Wie ich gesagt habe. So, ich bin mal gespannt auf eure Tipps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel oder anderes Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.